Nein, das ist es nicht! Wenn es nur das wäre, wäre es ja eine ganze Wahl! Meine Streiche sind so immer so dumm. Die UFOs sind wieder aufgetaucht! Was? Ich bin aufgezeugt, wie die UFOs eines nach dem anderen wegflogen! Wie bitte? Und wohin sind die Bösewichte diesmal unterwegs? In Richtung Teakholzbusch! Es gibt nebenbei eine Stadt, die heißt Teak City auf Englisch. Sehr interessant, dass da eine Verbindung wahrscheinlich ist. Teak City und Teakholzbusch. Axe ist dorthin auch aufgebrochen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Doch er ist noch nicht wieder zurück. Jemand, der dermaßen vor Kraftstrotz wie Axel, nun, ich will nicht hoffen, aber möglicherweise hat er vor, die UFOs zu fangen und sie im Alleingang aus dem Gefängnis zu setzen. Zumindest wenn alles nach Plan verlaufen sollte. Schlimmstenfalls wurde er von einem Verkleinerungsstrahl getroffen und ich darf ihn gar nicht ausmachen. Ah! Nick! Deine Befürchtungen entbehren jegliche Grundlage. Schluss damit! Harry, bitte entschuldige. Ach, mach doch nix. Du bist sicherlich sehr müde, aber würde es dir etwas ausmachen, dich in den Teakholzbusch zu begeben, nicht in Teak City, ja? Und dort nach dem Recht zu sehen? Natürlich, mach nix aus. Ich werde dich begleiten, die Sache mit Axel ist mir einfach keine Ruhe. Er ist zwar sehr stark und verfügt über eine standhafte Persönlichkeit, aber ist, auch wenn man es ihm nicht ansieht, nicht mehr der Jüngste. Er ist gelinde gesagt recht betagt. Betagt? Neue Mission, beschütze Axel, der in den Teakholzbusch aufgebrochen ist, vor den Pokeneppern. Ich finde krass, dass das SLS hier alles mitbekommt. Das ist irgendwie, weiß nicht, crazy. Und es sind erste Mission, jage Pokeneppern aus dem Wald! Die erste offizielle Mission mit einer geilen Musik am Anfang. Der Teakholzbusch liegt westlich, frei nach links von Kokonuba. Flavio, du hast nicht zufällig das Ukulele-Pichu gesehen, oder? Aus Sorge um Axel nicht so schnell herbeigeeilt, wie ich konnte. Und so hatte ich keine Zeit, um nach dem Pichu Ausschau zu halten. Pichu! Wo ist nur das Pichu hin? Und wo ist der verdammte Tee? Ich vermisse ein bisschen. So, Leute. Zuerst aber hier ein Pokémon fangen, das man nur gleich hier mal bekommt. Ein Grabi. Das habe ich gleich hier mal sehen, was das hier ist. Ein Grabi, ein Wasser-Pokémon seit der ersten Generation. Ein bisschen langsam, aber sehr stark. Dafür gibt's auch mal gleich ein direkt Level Up für mein Funkom. Grabi, Gruppe Wasser, Pokestärke Wasser, Fähigkeit zerschneiden, 1. Na, Grabi ist irgendwie cool. So, aber wäre es nicht genug? Hier im Osten ist ein optionaler Weg, da muss ich nicht hin. Aber ich gehe mal dorthin, weil dort gibt es ein Pokémon, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, hier ist es! Pachirisu! Pachirisu! Genau, Pachirisu! Das einfach mal so herumhüpft und mit Donnerschock angreift. Und es sieht jetzt nach Donnerschock aus, weil für Donnerblitz wäre es ein bisschen, ja, gering. So, Pachirisu, ein Elektro-Pokémon seit der 4. Generation. Ich finde es einfach nur süß. Gruppe Elektro, Pokestärke aufladen, aufladen, 1, Pachirisu, Pachi! Die sind wirklich nett. Ja, ich nehme dich mal mit statt... gute Frage. Statt Sonnenkern. Tschüss, Sonnenkern. Bis bald. Vielleicht mal wieder. So, Pachirisu gefangen, ja. Und das nächste Pokémon ist schon am Kommen, nämlich Hopspross. Pflanze-Flug-Pokémon seit der 2. Generation und kann Blatscha lernen. Was nicht viele Pokémon können. So, Hopspross. Gruppe Pflanze, Pokestärke Pflanze. Ist ein nettes Pokémon. Nein, ich nehme dich mit. Nicht mit. Ich glaube nicht, dass ich dich brauche, Hopspross. So, gibt es sonst noch was außer zwei Personen? Lapras ist mein Lieblings-Pokémon. Dieser Strand ist sein Zuhause. Da wird auch Lapras-Strand genannt. Oh, der Lapras-Strand. Gerade herrscht Flut und der Weg nach Osten ist versperrt. Du musst warten, bis wieder Ebbe ist. Das dauert aber ein paar Stunden. Und hier heißt Lapras, was nicht gefangen werden kann. Und hier im Osten geht es nicht weiter. Man meint, immer ein Ufer zu sehen, sei ein ungeheuer romantische Sache. Aber die von eben waren alles anders romantisch. Jetzt mal ernsthaft. Wenn ihr ein UFO seht, Leute, findet ihr das romantisch?
Ich lasse es mal so stehen. Ah ja. Weil das klingt irgendwie so... Ich weiß nicht, nicht richtig. So, wäre das erledigt hier im Osten und hier ist etwas Komisches. Das haben wir aber vorhin noch nicht gesehen. Hör mal, Ranger! Wie steht es eigentlich um die Energie deines Funkoms? Ja, die ist gerade aufgeladen worden. Du kannst die Energie wieder auffüllen, indem du die Ladeeinheit dort berührst. Die da, vor hinter dir, genau die. Die Berührung eines Pokémon, das Aufladen einsetzen kann, führt gleichermaßen die Aufladung der Funkom-Energie herbei. Ist ziemlich praktisch. So, wäre es das mal. Und weitergehen. Hier kommen in Kokonuba. Mit einer Partymusik! Up dance, 1 und 2 und 1 und 2, 1 und 2. So, hier haben wir ein interessantes Zeichen auf dem Holz. Und ein Mädchen mit einem Togepi. Du steht für Dolvechi, Re steht für Rimboga und Mi steht für... wofür steht nochmal Mi? Do, Re, Mi, Sofa. Ich hab den Rest vergessen. Oder auch C, D, F, G, H, C. So, schauen wir uns hier mal in Kokonuba selber um mit einer richtig coolen Musik. Westlich von Kokonuba gelangt man zum Teakholz-Push. Dahin liegt die Feilblatthöhle. Feilblatthöhle. Das klingt so, als würde man was feilen gehen. Aber ernsthaft. Bucke baut seine Boote zum Wohle aller, einschließlich der Pokémon. Ja, das habe ich auch schon gehört. Hey, eine Teenager mit einem Pachirisu. Axel strenges Gesicht flößte jedermann mit Respekt ein, aber er sagte, dass er meinen Pachirisu niedlich findet. Pachirisu! Ich finde Pachirisu auch süß. Die Pokémon der Eile ein Burger, Pokémon Spurensuche. Die sind interessante Bücher. Lustige Pokémon-Geschichten. Ein und Mysterien der Pokémon-Welt, also mit den lustigen Pokémon-Geschichten würde ich mal durchlesen. Das Regal ist vollgestopft mit Büchern über Pokémon! Ein paar wären sicher lesenswert. Finde ich zumindest. So, Kokonuba ist nicht gerade groß. Das ist aber dafür umso chilliger. Die Ufos sind nach Westen geflogen! Die Ufos! Herr Stranger, hat man auch kein leichtes Leben, was? Sieh dagegen meinen Mann an! Er hängt einen lieben langen Tag vorne in der Gegend herum. Ach, passiert. Ist ja nicht mein Problem. Mein Problem sind die Pokémon. Und nicht dein Leben. Tut mir leid. Ich bin Vorsteher dieses Festes. Diese Ufos sind mir eigentlich Schnuppe. Aber ich sorge mich, dass ihretwegen das Regenbogenfest abgeblasen wird. Ein Regenbogenfest? Warum gibt's sowas nicht in Real Life? Ich meine, Regenbogen kann man sich so selber machen mit einem Prisma. Hm? Was echte Ufos, was ich auf meinen Alltag noch alles leben darf, krass, hey! Ich hoffe, mein Sohn, der im Funkraum arbeitet, geht es gut! Ach. Spätestens, wenn er Hunger kommt, kommt er wieder. Und falls ihr ihn immer mal einen kleinen Schnitt merkt, Leute, ich setze das Programm hier ein bisschen immer so zurecht, dass es nicht andauernd laggt, weil sonst wird der Lag immer schlimmer und schlimmer und das potenziert sich. Habe ich schon mal ausprobiert, das ist... Boah! Also nichts wundern. Eine alte Steintafel. Schön. Und ein starrer Wie. Ein starrer Lilly. Die sieht irgendwie aus wie ein starrer Wie, weil es so groß ist. Aber nein, es ist ein starrer Lilly. Axel, der Holzwill hat die Ufer in den Teakholzbusch verfolgt und ist seitdem nicht zurückgekommen, meine Dame. Dieser verwitterten Felsblock hier nennen wir einen Zeitreisestein. Zeitreisestein? Kann man damit in die Zeit reisen? Er beschützt unser Dorf schon seit Anbeginn der Zeit. Jo, ich wollte mir den Felsen selbst anschauen und nicht dich nochmal anreden. Das Moment ist dem Schutzpatron des Waldes gewidmet. Ich weiß, wer hier gemeint ist und dieses Pokémon zu kriegen wird sehr, sehr lange dauern. Pokémon sind uns recht ähnlich. Sie lachen, weinen, heulen und fürchten sich genau wie du und ich und sie können auch gute Freundschaft verbinden. Auf ein Ranger wie dich ist das sicher nichts, ne? Tut mir leid, wenn das gerade ein bisschen wichtig-tourisch klang. Ach, passt schon. Immer wieder daran erinnert zu werden, macht doch ein irgendwie das Ganze aus. Hast du Ufos gesehen? Sonst habe ich selbst, als ich in der Fiore-Region gelebt habe, nie erlebt. Auch die Fiore-Region. Ich vermisse sie ein bisschen. Ein bisschen mehr.
Moment mal, meine Damen und Herren. Wollt ihr euch etwa in den Teekholzbusch aufmachen? Ja. Seitdem sie hier die Vorkommnisse mit dem UFO ereignet haben, sind die Pokémon vor allem sehr verschreckt. Nicht weniger ergreift sich Fluch, sobald ihr Menschen erblickt hier. Ich möchte euch nicht daran hindern, in den Wald zu gehen, aber seid gewarnt! Was soll denn das jetzt? Na, einfach weitergehen. Willkommen im Teekholzbusch. Mit der neuen Musik. Die singt cooles Wort. Zipurze, bleibst du hier? Danke sehr, ich brauche dich als Eintrag. Zipurze! Ein Käfer-Pokémon seid, der lass mich lügen. Dritten oder vierten Generation? Ich weiß es ernsthaft nicht. Ich weiß nur, dass es ein reines Käfer-Pokémon ist. Was? Ich glaube, es war vierte Generation. Was sehr interessant ist. Zipurze, Gruppe Käfer, Pokestücke Käfer, schleudert klebrige Kugeln auf den Gegner. Opfer wird verlangsamt. Tackle 1. Brauche ich nicht. Aber der Eintrag ist da. Das passt schon. Da, da. Oh, hier ist ein Zaun. Ein Landzaun. Dafür brauche ich zerschneiden 2, damit ich da durch kann. Okay. Und hier haben wir ein Hut-Hut. 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 Flug, Normal-Pokémon seit 20 Generation. Ich greife hier mit einer Art Spukball an. Ah, Hut-Hut ist cool. Auch die Weiterentwicklung. Ich finde interessant, dass es eigentlich nur einen Fuß hat, aber hier in Pokémon Ranger hat es zwei Füße. Okay, es hat eigentlich immer zwei Beine. Aber wenn man so jetzt weiß sich so anschaut im Spiel, dann ist es meistens immer nur auf einem Bein. Da müsste man mal sehr genau drauf achten. Aber hier in Ranger hat es zwei Beine. Warum auch immer. Er zeigt in seiner Umgebung eine Vielzahl von Windhosen. Gruppe Flug, Pokestücke Flug, zerschneiden 1. Hut Hut! Ein Hut Hut! Ich weiß nicht, ich mag Hut-Hut. Was haben wir hier? Eine Szene anscheinend. Hm? 4 Rufzeichen. Oh, eine von den Bokkenepern. Hey, du, was hört ihr mir in den Weg so versperren? Na warte, das wirst du bereuen. Anstatt einfach mal außen rumzugehen, fängt er das Pokémon. Diese Bokkenepper, wie kann er nur? Diese neuen Fangstrahler, die man uns nur gesagt hat, sind einfach unglaublich. Ich weiß nicht, wie das Gerät genau funktioniert, aber nie zuvor war es solch ein Kinderspiel, Pokémon einzufangen. Okay, die Pokémon wissen auch nicht, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Du vernachlässigst die Aufsichtspflicht, um Selbstgespräche zu führen? Kehre gefälligst sofort auf deine Post zurück! Warum müssen wir hier überhaupt Wache halten? Ist ja schon gut, ich glaube meinen Posten zurück, Mann. Nicht mal Spaß haben darf man hier. Das trotzdem also Pokémon? Ja, sie haben in der Tat etwas Hinterhältiges an sich. Etwas? Hey, Ranger! Beschütze bitte die Pokémon vor ihnen! Das ist schließlich mein Job! Beschütze die Pokémon mit der Hilfe der Pokémon-Freunde, die du mit dir führst. Einführung in das Thema Pokestärke wird initiiert. Und die Pokestärke ist hier ganz anders wie in den anderen Ranger-Teilen. Ganz anders. Komplett anders. Ihr werdet sie nicht wiedererkennen. Initiiere Einführung in das Thema Pokestärke. Unter Pokestärke versteht man die Möglichkeit, bei einem Fangversuch Hilfe von einem Pokémon-Freund zu erhalten. Das ist normal. Berühre das Pokestärke-Symbol unten rechts im Bild zu sehen, welche Pokémon dir bei deinem Fangversuch helfen können. Meistens alle. Da unten dieser Knopf. Hinfahren, drücken und dann schauen, was man dabei hat. In diesem Fall wird vorgestellt Dummisel, Kalimani und Endivie. Die verschiedenen Pfeile über dein Pokémon zeigen dir an, wie nützlich die beiden Fangbusse sind. Also effektiv und nicht effektiv gibt es hier auch. Pokémon mit einem blauen Pfeil helfen dir, Pokémon deine Sympathie zu zeigen. Pokémon mit einem roten Pfeil dagegen sind hierbei weniger hilfreich. Berühre das Pokémon, das bei deinem Fangversuch helfen soll. Führe es mit dem Touchpad an eine beliebige Stelle auf dem Spielfeld und es wird dich von dieser Position aus mit seiner individuellen Pokestärke unterstützen. Okay, in diesem Fall wird Dummisel gezeigt und jetzt ist das ganz andere. Man muss das Pokémon hinsetzen und dann macht es seine Pokestärke. Das ist einmalig in diesem Menschenteil. Eine Pokestärke kann erneut eingesetzt werden, sobald sich der Rahmen um das Pokémon wieder mit Farbe gefüllt hat. Ja, das wird nicht sofort freigelassen, das wird wieder aufgeladen.
Das ist wirklich einmalig hier. Doch wird das Pokémon, das du um Hilfe gebeten hast, von einer gegnerischen Attacke erfasst, nimmt dein Freund die Beine in die Hand. Behalte das immer im Kopf, wenn du ein Pokémon auf dem Spielfeld platzierst. Also es wird freigelassen, wenn es erwischt wird. Es flieht einfach, wups, weg. Durch Pokestärken allein kann ein Fangfuß jedoch nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Das heißt, die letzte, einen Punkt müsst ihr selber machen. Um dies zu erreichen, musst du das Pokémon stets auf dem Kreis an. Welche Pokestärke ein Pokémon einsetzen kann, lässt sich ganz leicht im Verzeichnis nachschlagen. Hiermit endet die Einführung in das Thema Pokestärke. Zusätzliche Informationen kannst du im Glossar des Fangkommen-Menüs entnehmen. Ich finde das hier mit den Pokestärken irgendwie sogar besser als mit den anderen zwei Teilen. Ist aber Geschmackssache. So, fangen wir mal das nächste Pokémon direkt. Damirblex. Ein Normal-Pokémon, das sehr viele Psycho-Attacken kann. Nicht wäre es besser, wenn es ein Psycho-Pokémon wäre. Ich meine, es sieht schon so Psycho aus, aber es ist trotzdem irgendwie auch Normal-Pokémon. Besser wäre Psycho-Normal. So wie Girafarig. Aber Damirblex kam vorher. Das war in der zweiten Generation nämlich. So, Damirblex gefangen! Gruppe normal, Pokestärke normal, Fähigkeit Deckel 2. Gut, das nehme ich mit. Start. Puh, gute Frage. Ich habe so viele Pokémon mit. Ja, wieso? Tut mir leid, aber tschüss. Dann darf er nur 7 Pokémon mitnehmen. So, Wieso ist weg. Weiter im Text. Oh, ein Weberak. Ich habe schon Fliegen gehört. Ein Weberer, Käfer, Gift-Pokémon, zweite Generation zu Hause. Yay! Ich mag Weberak. Und es spinnt hier seine, Fäden. Und macht Spinnnetze. Er macht immer mehr Spinnnetze und irgendwann ist das ganze Feld voll und die können es nicht mehr fangen. Viel Spaß dann, Leute. Gruppe Käfer, Pokestücke Käfer, Weberak. Nimmt den Gegner kontinuierlich mit Nadeln unter Beschuss. Auch bekannt als Giftnadel. Oder, ein paar Stunden Giftnadeln. So, Weberak. Brauche ich nicht freilassen. Aber Hauptsache der Eintrag ist da. Ich mag Weberak. Ich mag fast alle Pokémon. Es gibt nur sehr wenige Pokémon, die ich nicht mag. So, das Hutut fange ich auch mal. Ich kann die Erfahrungspunkte gut gebrauchen. Immer schön alles fangen, was hier im Weg ist. Achtung. Genau. Upsa. So, war ein schneller Fang, passt, und ich nehm's nicht mit, nein. Ich will nur die Erfahrungspunkte abstauben. So, sollte man immer tun, weil sonst bekommt man irgendwann mal Probleme. Und hier ist ein Baumstumpf, den muss ich mit Zerschneiden eins wegmachen. Okay, in dem Fall, mach du das, Grabi! Zerschneid mir diesen Baum! Ups! Halbiert, und auf einmal war er weg. Ups. Kleiner Holzplatz wurde in kleine Stücke zerschnitten und auf einmal war er weg. Danke, Krabi. Vielleicht sieht man sich mal wieder. So, hier haben wir ein weiteres Zipurze. Komm doch her. Dann bekomme ich noch mehr Erfahrungspunkte. Bisschen gerade Erfahrungspunkte geil, aber muss sein. Wey, jau, jau. Immer schön schnell bleiben. Das Kreistempo auf 0,3 ist relativ schnell. Das heißt, circa 3 Kreise in der Sekunde. Circa. So, Zielpurze gefangen und mitgenommen. Weit geht's. Gibt hier nur eine Richtung. Nicht viel Auswahl. Ob unser Geheimtrupp, der sich Zugang zur Hölle verschafft hat, auch alles planmäßig verläuft? Was weiß ich. Unsere Aufgabe ist jedenfalls, hier wahrzuschieben. Mehr nicht. Was der andere machen kann, daher ziemlich gleichgültig sein. Hey, das Pichu! Pichu! Was will das Pichu denn hier? Er hat sich einfach eine Ukulele auf seinen Rücken. Es kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe es schon irgendwie mal neulich gesehen. Ah ja, es ist mir entwischt, als ich es fangen wollte. Denkst du vielleicht, dass es uns nachgelaufen ist, um seinen Pichu-Freund zu befreien, den wir vor kurzem gefangen haben? Ach was, als ob es unter Pokémon so etwas wie Freundschaft gäbe. Gibt's nicht, nein, nicht möglich. Ich halte das für ausgeschlossen, aber es kümmert mich auch nicht weiter.
Dieses Pichu wird seinen Freunden schneller begegnen, als er ihm lieb ist. So, mein liebes Pichu, lass dich diesmal bitte schön artig fangen, verstanden? Pichu! Aber, was soll diese streitsüchtige Haltung? Dieser wütende Blick passt gar nicht zu seinem niedlichen Aussehen. Ein Pichu, das wütend reinschaut, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Oh, gib bloß auf! Das Pichu scheint nicht zu spaßen! Er scheint, als wolle es uns gleich angreifen! Jetzt mach dir nicht ins Hemd, was soll schon passieren? Ich meine, das ist ein Pichu, hallo! Immerhin haben wir uns auf unsere unschlagbaren Fangstrahler! Woo! Ausgiebig! Die Fangstrahler haben eine begrenzte Reichweite. Oh. Pichu, lauf! Hör sofort ab! Was? Das Pichu wurde nicht gefangen. Obwohl schon halb durchsichtig war, sehr interessant. Was wollt ihr denn, ihr Rotznasen? Kommt uns nicht in die Quere! Oh, bist du etwa ein Pokémon Ranger? Die da hinten? Nee, die ist kein Pokémon Ranger, aber ich. Ich wusste bisher nur von einem älteren Ranger in Oblivia. Wir brauchen hier nicht noch einen weiteren. Hier machen wir den Garaus. Bamling, Glibunkel, greift an! Okay, los geht's. Glibunkel und ein Bamelin. Mit einer richtig geilen Kampfmusik. So, Glibunkel und Bamelin. Glibunkel wird immer mit, jetzt nochmal Matschbombe angreifen. Und Bamelin mit Ackerknarre. Und das ist gar nicht so ein einfacher Fang, wie man sich vorstellt. So, zack, zack. Sogar Druckstärke, normal. Teddyursa. Schockwelle, Bams. Und das wird jetzt aufgeladen. Es dauert nicht lange, bis das wieder voll ist. Also, das nächste Druckstärke reingepfiffen. So, Klippunkel, gefangen und jetzt bist du dran, Bamelin, und das war's. Hab ein bisschen Schaden bekommen, aber naja, passt schon. Kein Pokémon verloren, gibt's einen extra Erfahrungspunkt, ach, wie süß. So, Klippunkel, Gruppe Gift, Pokéstärke Gift, Fähigkeit zertrümmern 1, ein Gift-Kampf-Pokémon. Klippunkel, ist irgendwie cool. Steuer eine Ladung Gift auf das Gegner. Jo, Matschbombe. Und Bamelin, Gruppe Wasser, Pokéstärke Wasser. Bamelin ist vierte Generation, Klibunkel müsste zweite sein. Und du warst dritter? Ich vertausche immer so viel von der Generation her. Das ist ärgerlich! Ärgerlich ist gar kein Ausdruck, das ist furchtbar! Huch, wo haben sie diese Geräte her? Und auf einmal waren sie weg. Ist bitte alles in Ordnung, Pichu? Pichu! Aber Pichu, bleib doch hier! Pichu, bleib doch hier! Speichern wäre schlecht. Und hey, da unten ist ein Felsen mit Zertrümmern 2. Okay, speichern und ich sage, bis zum nächsten Part, Leute. Ich finde cool, dass noch immer dieser Speichersound ist. Vom allerersten Ranger-Teil. Passt einfach.